Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges, wo ich gerade gesehen habe, wir haben eine Kriegskiste bekommen. Wahrscheinlich wieder durch so ein Community-Event. Wie gesagt, ich kaufe hier selber keine Kisten. Ich habe nur die eingelöst, die ich sowieso bei der Edition dabei hatte. Und ansonsten bekommen wir ab und zu mal welche durch solche Community-Aufgaben. Wie ihr seht, und wir haben wieder eine bekommen und die öffnen wir mal. Ist sogar eine goldene. Nice. Gucken, was da drin ist. Da sind drei Orks drin auf jeden Fall. Und entweder Ausbildungsbefehle oder Waffen. Wir warten mal kurz. Komm. Vielleicht sind die auch diesmal höher als Level 15, Alter. Dann können wir die mal einsetzen. Und da sind sie. Ui. Und zwei Ausbildungen. Nice, Alter. Boah, Alter. Zwei epische und ein legendärer. Ja, leck mich fett. 31. Kuga der Bluter. Nice, ein Stein. Eine Kriegsausbildung. Die Stufe eines Gefolgsmanns wird um 5 erhöht. Boah, geiler Scheiß. Ein Gefolgsmann hält eine Gruppe Wilde. Auch geil. Boah, Tuhorn der Rattenherrscher. Ist aber nur 28. Aber dafür legendär. Und ein Maschinenstammbrecher. Ein verfluchter Epischer mit Stufe 30. Boah, geil. Alter, richtig geil. Ich glaube, ich will die gleich mal einsetzen. Wenn ich gerade hier bin. Oder wenn wir gerade hier in der Nähe sind. Hier, pass auf. Geh mal auf Armee. Ich weiß noch nicht, wohin. Was haben wir denn hier so für ein Level um den Dreh? Hier haben wir 35. Da sind wir fast drauf. Können wir mal ein paar... Guck mal, hier ist zum Beispiel... Hier ist einer weggekratzt. Ach, Bruce, hier, Markt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Bruce nochmal wiederkommt. Wahrscheinlich setzen wir die nochmal zusammen. Aber okay, merken, wenn wir schlimmer als der Tod machen, dann nichts gut funktioniert. So, wir haben hier ein 31er. Wir könnten eigentlich die Stufe 15er auch mal irgendwo hinpflanzen, ne? Aber die würde ich eher so in ein Anfangsgebiet leveln, weil die haben hier nicht allzu viele Chancen. Tatsächlich. Wir können mal eben gucken. Ich stationiere mal eben. Hallo? Ich stationiere. Hallo? Ich will stationieren. Was ist los? Jetzt. So, und zwar, der kommt hier hin, ne? Wir können mal das Gebiet wechseln. In Gorgoroth nicht unbedingt. In Cirith Ungul. Ich glaube, hier wäre er gut aufgehoben, oder? Den hier, dann könnten wir dem mal ein bisschen Kette geben. Ansonsten hätten wir noch Minas Morgul. Hier sind so ein paar Hauptmänner, aber noch keiner von unseren. Ich weiß allerdings nicht, die haben auch nur Stufe 70. Ich würde hier gerne mal reingucken. Warte mal, ich breche das mal eben ab und dann gehe ich mal kurz auf die Karte zurück und dann gucken wir mal. Wir haben auf alle Fälle 15. Die würde ich jetzt gerne mal einsetzen, weil umso später wir die einsetzen, umso nutzloser werden die nachher, weil halt alles so ein bisschen mitlevelt, ne? Das ist halt problematisch. Dann gucken wir mal eben schnell. Lass mich mal raus. So, also hier haben wir alles um die 30. Hier haben wir alles um die 40. Hier haben wir, ja, so 16, 23. Und hier weiß keiner so genau. Aber wir können mal kurz in die Armee reingucken. Ein paar haben wir aufgedeckt. Die haben so 11, 8. Ich glaube, hier können wir die 15 mal reinsetzen und mal ein bisschen auf Auftrag geben. Ne? So zwei Stück können wir mal positionieren und vielleicht mal ein bisschen befehligen. Dass die immer so ein bisschen Randale anrichten. Einfach irgendwelche, ist ja scheißegal letztendlich. Den Station. Nein, wieso gehst du denn jetzt wieder? Na, warte, lass andersrum gehen. Das geht, glaube ich, schneller. Nur nicht. Hier, Minas Morgul. Können wir eine Station bringen. Zack, eingesetzt. Und direkt zum Hauptmann befördert, sehr gut. Können wir noch einen rauflegen? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Glaub eher nicht. Ich guck mal. Der ist beritten.
Hier ist nicht allzu viel Platz tatsächlich. Sonst liegt hier keiner. Den können wir aber auch noch stationieren hier. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ob das hier dann mehr... Doch, da hinten ist nur ein Platz frei. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob die Anzahl hier begrenzt ist. Auf alle Fälle können wir den dann hier mal so ein bisschen auf Randale bringen. So, jetzt gehen wir wieder auf die Map zurück und dann gucken wir nochmal. Schnell wieder raus. Wo können wir denn noch welche unterbringen? Wie wär's denn mit Nuren? Hier ist Nuren. Was haben wir hier? Nuren? 19, 30. Schwierig, hier einen 15er unterzubringen, glaube ich. Oh, hier sieht's auch... Ui, hier sieht's auch sehr bescheiden aus. Hier gibt es kaum noch Gegner. Ein paar Unbekannte. Gut, wenn die Zeit verstreicht. Also hier müssten wir, glaube ich, mal ein paar besetzen, wie mir scheint. Nuren merke ich mir mal. Nuren merke ich mir mal. Hier gibt es sonst nichts. Hier waren wir schon. Hier könnten wir rein theoretisch noch ein paar einsetzen. Hier und in Nuren. Hier sind auch noch ein paar Plätze frei, rein zufällig. Die meisten hiervon sind leider unbekannt, aber er hier ist zum Beispiel 21. Wir versuchen es einfach mal, weißt du? Wenn die weg sind, sind die weg. Dann sind sie zumindest weg, aber umso länger wir halt warten, umso nutzloser werden die, weil die halt wirklich nur Stufe 15 sind. Das bringt halt effektiv überhaupt nichts. Wo will ich jetzt hin? Nein? Was? Hier ist Ungul? Hallo Spiel? Bitte laden Sie? Hallo? Jetzt. Hier war, genau, genau. Sirit Ungul, machen wir mal zwei hin. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir die einsetzen können. Oh, direkt auf, Alter, der geht direkt auf Schelle, Junge. Zum Hauptmann befördert. Aber kein Level aufgestiegen, oder? Ja, so ein Schwachsinn. Setzen wir gleich mal den nächsten ein. Ich gucke jetzt nicht, was die so können oder so. Das ist mir nämlich ehrlich gesagt gerade egal. So, Gorgoros. Syrit Ungul. Rein mit dir. Und der sich direkt einfach irgendeinen Platz von irgendeinem Hauptmann genommen. Und der auch. Zugur. Zugur sagt mir irgendwas. Mobmann befördert, aber auch kein Level aufgestiegen, ne? So, und jetzt müssen wir noch ein paar in Nuren stationieren. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was wir mit den großen Dingern machen. Drei haben wir noch, die setzen wir jetzt alle nach Nuren. Er ist ja süß. Dann sind wir die, wie gesagt, dann sind wir die echt mal los, Alter. Weil das bringt nichts, wenn die hier in der Garnison rumhämmern. Und gucken, ob der auch gleich Kelle macht hier oder ob der sich erstmal nur hinstellt. Der stellt sich erstmal noch hin. Ist gut. Hauptmann. Und dann noch zwei. Und dann gucken wir gleich mal, was wir mit den anderen beiden machen. Der geht auch nach Nuren. Und da sind noch einige. Alter, hier sind einige. Gut, hier gab es ja sowieso das Gemetzel. Aus Bruce-technischen Gründen. Da haben wir sehr viel weggemäht und sehr viel übernommen. So, und dann haben wir gleich noch 28 bis 31. Gucken, wo wir die dann hinschmeißen. Vorzugsweise in das Gebiet hier, wo wir jetzt eh schon sind. Können die so ein bisschen mitleveln. Ich weiß gar nicht, wir können die, glaube ich, auch umziehen lassen, ne? Platzmäßig tauschen, aber das jetzt so einen großen Sinn hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, dann gehen wir nochmal auf die Map. Drei haben wir noch. 28 bis 31. Und den würde ich vorzugsweise hier irgendwo hinschmeißen.
Ich glaube, hier sind wir gut belegt mit den Jungs. 28 bis 31, da hätten wir nämlich hier noch einen Platz frei. Rein theoretisch können wir die alle hier hinschmeißen. Die anderen sind alle nachher Level 40, da kriegen wir dann eh neue Orks. Dann sind wir hier erstmal gut ausgestattet. Und dann schmeißen wir die hier mal rein. Mehr als unsere Stufe können die ja eh nicht leveln. Von daher ist das relativ Wurst. Schmeißen wir die alle hier hin und dann gucken wir mal. Dann haben die auf Station. Vielleicht schalten die auch gleich noch jemanden aus. Wäre natürlich ganz nice. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir die alle nochmal in Arbeit kriegen. Würde ich sagen. Damit die dann auch mit durchkommen. So, der geht hier hin. Ich finde es übrigens schade, dass man die nicht selber so auf unbelegte Plätze setzen kann, sondern dass die sich ihren Platz halt selber aussuchen. Das ist immer ein bisschen doof. Aber der geht, glaube ich, jetzt auf Blue seinen Platz, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und einen hätten wir jetzt noch. Und dann bringen wir die gleich alle mal in Arbeit. So, der ist auch legendär. Liegt hier noch einer so rum? Ich weiß ich gar nicht, sehe ich gar nicht. Aber wir können hier auf alle Fälle stationieren. Ja, siehst du. Oh, der hat gar keine Chance hier. Zack, weg ist der. Wäre irgendwie schön, wenn die gleich noch aufsteigen würden. Wenn die dann schon jemanden beim hier sich hin positionieren, wegklatschen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, und jetzt gehen wir wieder auf die Map. Dann gehen wir einmal hier auf die Armee. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auch in anderen Gebieten die Leute befehligen können. Das weiß ich nicht. Hatten wir hier nicht einen, der sich hier reinpirschen sollte? Bei irgendjemandem? Wage ich mich zu erinnern? Oder haben wir den aus Versehen, haben wir da aus Versehen einen weggeklatscht von? Ich glaube, da haben wir... Haben wir da aus Versehen einen von weggeklatscht? Der hat nur den einen Leibwächter hier. So, dann nehmen wir mal... Kuga. Die 31... Ach nee, Bruce war das ja. Aber Bruce haben wir ja selber weggeklatscht. Ich erinnere mich. So, er hat ihn und die beiden. Dann darf er jetzt erstmal hier eindringen. Also er kriegt halt auch gebacken. So, dann haben wir den Kollegen, der gerade keine Hobbys hat. Der ist 28 und legendär. Der sollte eigentlich mit denen hier... Mit den allen hier grundsätzlich erstmal gar keine Probleme haben. Der könnte auf den hier gehen. Dann wäre der schon mal weg. Und dann haben wir noch den Kollegen hier über. Und der könnte auf den nicht. Der hat nur den als Leibwächter. Das ist unser Kollege. Der hat den und die beiden. Ich denke mal, die beiden werden im Clinch zueinander stehen. Nee, die steht mit dem auf Kriegsfuß. Dann gehst du mal auf den hier. Um den Gefolgsmannauftrag deines Hauptmanns zu stärken. Okay. Dann mach mal. Ach, guck mal, die beiden kloppen sich da. Okay, dann haben wir die alle in Arbeit. Und dann zoomen wir mal raus, gehen mal nach Nuren. Und gucken mal, dass wir die hier auch in Arbeit kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das hier dann überhaupt geht. Oder ob wir in Nuren sein müssen. Also Nuren gehört zwar selber uns. Nee, können wir jetzt nicht befehligen. Schade, schade, schade. Können wir selber nicht befehligen. Wir können... Wir müssen dafür anwesend sein, auf alle Fälle. Wir können hier... Ziel markieren. Haben wir auch nicht. Ah, schade. Weil dann müssen wir später nochmal nach Nuren zurück und hier die Jungs ein bisschen aufleveln, aber das geht relativ schnell. So. Gut, dann haben wir das. Und wir machen jetzt die Geschichte hier und locken den Hayupai mal raus. Dann müssen wir uns woanders nach dem Kampf ja, sehen. R1 bitte. Man muss schon völlig verrückt sein, um einen Drachen. Jetzt. So.
So, locke Urli, sagt der Zerstörer hervor, indem du in schneller Folge Feinde aus dem Schattenhaus tötest. Ein Sieg über den Kommandanten deaktiviert den Alarm. Okay, ach, das war der... Ja, ja, das war der Feuerbombenmacker. Warte mal, ist der für irgendwas? Fernkampfhinrichtung und Feuer. Ja, voll der Feuerteufel, Alter. Das ist gut, weil mit Kopfschüssen machen wir nämlich Feuer. Benommen durch Schleichen. Und anfällig für Schleichen. Und Bestien. Okay, dann können wir rein theoretisch mal einen Grauk rufen, aber da müssen wir aufpassen, dass der den nicht alle macht, weil ich möchte ihn natürlich übernehmen. Habe ich jetzt Kreis gedrückt? Ich habe Kreis gedrückt, weil ich doof bin. Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Der Oberherr einen Drachen für seine Festung will, bekommt er ihn. So, beim Schleichen töten. Man bekommt alles, was man will. Also, lass mal gucken, Alter, wen kann man denn hier wegschleich töten? Und zwei Vorsprung-Schleichtötungen. Sorg hat getan, was noch kein anderer Ork tat. Er hat einen Balrog beschworen, hunderte Orks erweckt. Er ist eine Inspiration. Los, geht er hoch. Schleichtötung. Oh, wir müssen uns auch noch beeilen. Ach du Scheiße. Ich bin weg. So, kann das alle? Aua, Mann, lass mich doch mal. Tod den Menschen! Entfache das Signal! Ich sehe den Waldläufer! Los, 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 töte ihn, töte ihn! Mist, das wird nichts. Das wird nichts, scheiße. Mist. Ich gehe wieder. Ja, war nicht gut. War nicht gut, hat nicht gut funktioniert. Immer dieses... Schnelle dann auch, ne? Weißt du, du musst erstmal fünf Leute finden. Los, 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 los. Wenn ich nur wüsste, wo 4. Komm schon mal, ich brauche doch nur ein paar. Zählt das auch? Nein, nein. Das zählt aber. Jawohl. Ich weiß, wieso Eindringling so schnell rennt und tötet, weil er Angst hat. Und das zu Recht. Alles klar. Ja, ja, ich bin erstmal weg, weil du bist nicht so gut auf mich zu sprechen, befürchte ich. Ne, sehe ich noch nicht. Ein guter Treffer.
Geh jetzt mal in Deckung. Und warte erstmal, bis alles vorbei ist. Der ist anfällig gegen Feuer. Ich weiß, der steht da, glaube ich, in der Nähe von... Ja, da so. Wir müssen erstmal warten. Dumm, 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 dumm. Bin ich da? Alter, guck mal hier. Hier kommt gleich so eine ganze Meute an. Der ist anfällig für Schleichtötung auf jeden Fall. Entschuldigung, mein Bart wieder mal im Mikro. Oh, der ist sauer. Alter, übertreib doch nicht so, Junge. Was los? Die sind alle sehr aufmerksam gerade. Ja, das war gut. Und der ist benommen. Das heißt, wir greifen ihn nicht nochmal an. Und meiner. Sehr gut. Und den können wir gleich mal befehligen. Dann kann der gleich Dinge erledigen. So, das ist er. Wir können aber nicht eindringen. Welche Stufe hat denn der jetzt? 27, okay. Dann könnte der... rein theoretisch ihm hier helfen, ne? Einfach mal so. Hier, zack, Überfall. Einfach helfen. Und los geht's. Der wird sich freuen. Und 4 Level gewonnen. Sehr nice. Vorsprungsschleichtötung gibt auch noch ein bisschen was Kristallines. Hm? Was? Schnauze. Die sind alle ein bisschen sauer gerade. Oder eher, Dingens. So. Können wir gleich noch ein paar Infos sammeln. Wie sehe ich auch gerade an. Hier sind nämlich noch ein paar, die nicht aufgedeckt sind. So, zum Beispiel er hier. Dumm, 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 dumm. Er soll da rein. Das ist 31 und ein legendärer. Und er ist 22. Ja, easy going, Alter. Schafft er locker. Alter, warum sind da eigentlich so viele Infos? Warum fliegt hier ständig irgendwas in die Luft? Guck mal her. Hier gibt es voll viele Infos auf einmal. Was ist da los? Wir können alles aufdecken. Nice. Warte, dann muss ich erstmal gucken. Stärken und Schwächen. Irgendwer war hier nämlich noch nicht wirklich bekannt, aber ich glaube, den haben wir schon übernommen, ne? Stärken und Schwächen bekannt. Dann machen wir mal den. 21, ja, auch locker flockig. Na, ciao. Brauchst du ein Feuer, bitte? Hast du jetzt nicht wirklich, oder? Schnauze. Du auch noch? Oh. Gar nicht gesehen. Bitte sehr. Okay, ich muss mal gerade ganz kurz weg. Ich will nämlich den da haben. Aua, lässt du mich mal in Ruhe? Hallo? Alter. Mann, jetzt habe ich aber die Schnauze voll.
Hallo, gehst du mal hoch? Können wir auch aufzählen? Nee. Aua. Boah, Junge. So, habt ihr es jetzt langsam da drüben oder muss ich da jetzt auch noch rüberkommen? Was ist mit dir? Wegen der Folter oder des Grogs tun? Ich weiß, ein paar tun es für das Fleisch. Warum musst du so kompliziert sein? Den will ich haben. Ich wusste gar nicht, dass Würmer auch auf Karagors reiten. Das ist mir gänzlich neu. So, dann decken wir mal den auf. Auch nur Level 19. Waren die schon hier so schwach? Oder bin ich jetzt einfach nur zu sehr gelevelt in letzter Zeit aus Gründen? Na na. Fällt mal nicht komisch hier. Alter. Gerade rechtzeitig. Und du auch. Und jetzt noch du. Zack. Und gleich ein bisschen Geld. So. Oh, da ist noch einer. Ja, bitte? Hä? Aua. Der hat mich gerade gar nicht getroffen. Komm her. Alter, wie schnell ist der? Jetzt habe ich aber genug von dir. Penner. So, haben wir es jetzt. Darf ich jetzt mal bitte auf die Waffe gucken, bitte? Weil die haben wir jetzt nämlich schon freigeschaltet. Hier, zack. Kritischer Treffer, gibt wieder ein bisschen Gesundheit. Und juwelentechnisch. Oh, können wir auch ein bisschen was basteln. Sehr gut. Hier. Schmieden. Schmieden. Und hier leider nicht. So, jetzt haben wir von jedem zweite Stufe. Das heißt, hier können wir uns ein neues für bauen. Dum, 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 zack. Davon haben wir jetzt nur das eine, genau. Von dem Grün fehlt uns noch. Noch einen davon. Und dann geht es auch langsam, aber sicher vorwärts. Wieder Gesundheitsraub. Gesundheit erhöht auf jeden Fall. Hier auch Gesundheit erhöht. Und hier haben wir Gefolgsleute leiden 20% weniger. Achso, nee. Achso, warte. Können wir rein theoretisch mal das hier reinschmeißen, ne? Um 6% erhöhter Gesundheitsraub ist da aktuell drauf. Oder hier gibt es mehr Geld. Nehmen wir das da rein. So, kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Dann passt das schon. Dann lassen wir das Große erstmal beiseite. So, haben wir das auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Von daher sage ich mal wieder ganz unauffällig vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Mittelerde Schatten des Krieges. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Michornike und ich bin raus. Tschüss.